Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ach, nach einer schönen verkackten Runde LOL kann man mal wieder ein bisschen durch Gotham düsen. Ivy hat Gotham gerettet? Ja. Upsalerin. Genau. Ivy hat Gotham gerettet, das war ein großer Punkt in der letzten Folge. Und ja. Wir hoffen natürlich, dass das Opfer nicht umsonst war. Wir gucken jetzt erstmal ganz fix durch, was wir denn hier noch alles Schönes haben. Denn hier können wir ein bisschen Story weitermachen. Ich denke, wir werden aber erstmal hier die Jungs holen. Wir haben einen Panzerwagen geortet. Es sind nur noch 3 Milizkommandeure gefangen zu nehmen. 3 Milizkommandeure. Na dann, komm mal her. Feindlicher Verfolger bei Riker Heights. Hallo. Eins. Gib das wieder los. Ah, I like it. Oh ja, und ich fahre noch rein. Genau. 6 Stück! Wollt ihr mich veräppeln, Jungs? Oh, nee, ey. Dann brauche ich ja wieder 2 Raketen. Für jeden von denen. Ja, erledigt, drauf gejumpt. Hallo, weiterfahren. Nächsten bitte. Boah, über Kreuz, Leute, ist aber unfair. Wie du mir aber gerade auf den Zeiger gehst. Hä? Hey? Hallo? Achso. Ich wollte gerade sagen. Er ist hier. Ich kann Batman sehen. Ja, ich auch. Haltet ihn auf! Uba. Ach komm, hör auf jetzt! So, jetzt haben wir ihn hier wieder an der Backe. Diese blöde Rumleckerei ist aber auch schrecklich. Ich werde beschossen. Oh mein Gott! Oh ja, und ich auch. Voilà. Alter Schwede, geh mir nicht auf den Sack. Ich wäre bekloppt hier. Mann. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Nitro reinpacken. Dass wir den hier mal ein bisschen holen jetzt. Oh, Mann. So. Erledigt. Diese können nicht mehr üblich sein. Nee.
Hier piept doch irgendwas. Was ist denn das für ein Bug? Ich bin hier aufgewachsen. Hä? Zu Hause zu sein. Komisch. Irgendwas piept hier so komisch. Warte mal. Seltsam. Oh lol, was ist denn das? Keine Zeit zum Ausholen. Oh! Wir formieren uns neu und schlagen hart zurück. Ja? Hä? Moment, was ist denn das für eine Kacke? Ja? Was sind das für komische Minen hier drin? Hallo? Was geht denn hier ab? Okay, wie auch immer. Wie auch immer. So. Nächste Mission. Feuerwehrmann. Ich werde nach den vermissten Feuerwehrleuten suchen. Ihr Leben ist in Gefahr. Ja, das wissen wir schon. Achso, warte mal. Hier haben wir noch eine... In Riker Heights befindet sich ein Milizkontrollpunkt. Sie werden mich nicht aufhalten. Diese Straßen gehören mir. Ja, die Straßen gehören mir. Ohne die Karre ist Batman ein Nichts. Oh lol, was ist das hier? Ja, aber da ist ein kleiner Fehler in deiner Logik. Er hat die Karre. Ich meine ja, wenn er sie nicht hätte. Okay. Und ich sage, er hat sie. Hey, lasst das da mal rumgelabern und konzentriert euch. Batman. Alle knapp? Ja, Karre hin oder her. Tut uns leid. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. Und ich hole mal so. Du Sack! Weg mit dir. Dankeschön. So, wo ist das Teil? Hier. Komm mal her, kaputt machen. Also ich weiß nicht, warum es gerade wieder so leckt. Verstehe ich nicht. Aber ich hoffe ja, dass sich das ein bisschen beruhigt wieder. Oh Gott, das sind aber noch viele Sachen, die wir erledigen können. Huiuiuiui. 6 Punkte. Ich glaube, ich nehme als nächstes mal den Boost hier dann doch mit. 2 Punkte brauchen wir noch dafür. Weil irgendwie... Oh, ist da noch einer? An der Perdition Bridge befindet sich ein Milizkontrollpunkt. Damit ist jetzt Schluss. Diese Soldaten haben keine halben Sachen, Master Bruce. Sie haben Schusswaffen und Wachgeschütze. Ja, das weiß ich. Das habe ich schon... gespürt. Tja, wenn ein Durchschnittstrottel das Gas abkriegt, heißt es Panik, Durchdrehen, Kampf oder Flucht. Aber manche Leute kriegen Halluzinationen, komische Erinnerungen. Oh, warte mal, vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Ach, zum Glück waren die nicht oben. Gullideckel. Oh, blöden Geschütze. Die drehen sich vor allen Dingen 360 Grad, oder? Ah, das ist halt unschön. Das ist halt echt unschön. Ich weiß gar nicht, wie ich da rankommen soll. Na, mal gucken. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das Ding schleudert die Drohnen rum, als wären sie nichts. Mit dem Sumpfwesen in Louisiana, aber das hier.
fuck. Nee, ey. Scheißteil. Ja, ist ja gut. Jetzt kommt was? Er wieder. Du hast alles überlebt, was ich gegen dich ins Spiel brachte und stirbst jetzt einfach so? Halt, Maul. Gut, das war keine Vorstellung. Frage ist, wie könnte man das jetzt hier noch lösen? Diese komischen Dinger. Der Knight war ein guter Soldat. Die Fledermaus wird dafür bezahlen. Ah, warte mal, warte mal. Ah, ich weiß, was wir machen. Haha. Hacking. Wenn die Knarre weg ist. So, jetzt ist sie weg. Sie haben das Gift beseitigt und wir haben Ivy. Damit steht's 1-1. Schaut mir mal ein paar Knarren aus. Wer weiß, was in der Kanalisation lebt. Ich habe da unten Gesänge gehört. Batman! So, den haben wir auch. Ja. Oh, lol, alles kaputt. Okay. Warte mal, da war noch so ein blöder. Hier. Alles erledigt. Wunderbar. Oh, und das nächste Fahrzeug. Sir, ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die Lieutenant ist im Milizgrad der Panik. Lassen Sie nicht nach. Nein, natürlich nicht. Aber dieses weiße Rumgezeugs hier, das geht mir langsam ein bisschen auf den Kranz. Oh, Leute! Meinst du? Uba! Fährt er denn lang? Hab dich. Ihr seid auf euch allein gestellt.
So, jetzt sind nur noch wir da, mein Freund. Nur noch wir zwei. Nur noch wir zwei. Das muss der Eingang sein. Aber zuerst muss ich das Gebiet sehen. Alter. LOL! Was war das denn? Für eine Spezialaktion. Oh Gott. Hund, du Elender. Die Lieutenants der Miliz sind so gut wie erledigt. So, jetzt aber. Nehmen wir mal das doch, den besseren Boost mit. Und ich denke, dann sollten wir da weniger Probleme haben. Gucken. Okay, so viel dazu. Bis zum Morgen gibt's hier mehr Pflanzen als eine Naturreservate. Und dann sind wir die vom Aussterben bedrohte Spezies. Oh lol, was ist da oben? Was ist denn hier oben? Oh, Calendarman? Stimmt, oder? Gute Vorsätze? Stimmt. Der fehlende Bettpanzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Fühlt sich an wie ein Schlag von einem Gorilla. Nicht tödliche Geschosse. Das ist fast schon ein bisschen langweilig. Vielleicht sollten wir dann doch mal ein paar tödliche Geschosse... Oh nee, ne? Der Arkham Knight ist weg. Auch so ein Aufschneider. Ah, was haben wir denn hier? Ah, okay. Komische Fragezeichen. Wo zum Geier ist Scarecrow? Ivys Pflanzen werden noch alles ruinieren. Das verstehe ich nicht. Warte mal. Was ist dieses Zeug? Wollen? Das muss doch irgendeine komische Bedeutung haben, oder? Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, haben wir jetzt noch einen Milizwagen? Nee. Aber wir haben ja noch irgendwo eine Sperre. Wir versuchen mit einem Checkpoint in Drescher die Straßen abzuriegeln. Das wird nichts. Es ist ein Komplex von bedeutender Größe, der über mehrere Drohnen verfügt. Geben Sie Acht. Es ist Batman! Ja, es ist Batman! So, also heute räumen wir einfach hier mal ein bisschen auf. Was ich nicht hoffe. Auf wen hören wir dann? Scarecrow oder den Knight? Oh. Scarecrow ist einfach nur ein Kunde. Das ist einfach nur ein Job. Wir halten uns an den Knight. Wenn er die Miliz zusammenhält, dann ja. Das wird er. Okay. Aber der Knight, der versteht... Eieieiei, was ist denn das hier? Und verbirgt sein Gesicht vor uns. Das ist doch egal. Wenn man verraten wird. Ich warte immer. Diesen Diagnosen. Der Kommandant hat sich vor kurzem gemeldet. Die Drohnen sind aktiv und online. Batman kommt hier. Wer ist tot, dann ist er tot.
Meinst du? So, warte mal. Da oben ist er. Oh lol, da ist ja noch so ein Viech. Du hast keinen Mumm. So. Easy one. Easy one. Vor allem, wie viele Checkpoints sind das denn? Das ist doch nicht normal sowas. Oh, keiner mehr hier? Sehr gut. Okay, das ist doch wieder so eine... Als Fledermaus verkleidet man sich doch nur, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Das ist doch wieder schon so eine... Ah, das ist hier... Spitz, Spitz, Spitz! Hui! Uiuiui, da war es ja ganz gut, dass ich hier draußen geparkt habe. Okay, okay, wir machen so, sollen wir mal gucken hier. Ob es hier noch was gibt. Ah, hier ist der Mr. Pig. Er kriegt euch. So. Ja. Gute Frage. Wäre nett, wenn sich Scarecrow in einer der Eliten. Was gibt's denn jetzt als nächstes hier? Oh. Der letzte Milizpanzer. Es ist nur noch ein Panzerwagen übrig. Ich sende ihn die Position. Okay. So. Hund, du Elender! Komm mal ran! Boah, der fährt aber auch noch. Ah, nee, ne? Jetzt fährt er auch echt hier runter in diese verschissen engen Gassen. Da hab ich ja richtig Bock drauf, ey.
Nächster. Oh, Kacke. Los, stell mich wieder auf. Jetzt habe ich das so weit... Okay, Gott sei Dank ist hier noch einer von diesen Jungs. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich das so weit geschafft. Das wäre natürlich jetzt echt desaströs, wenn ich jetzt hier auf einmal verkacken würde. Alle, hopp. Ach nee, jetzt nicht anfangen. Nein! Ja, das war aber auch wieder so ein Ding, ne? So, letzter. Erledigt. Sehr gut. Letzter Miliz. Panzer erledigt. Juhu. So, gucken, ob der Herr Knight vielleicht auch noch was dazu sagt. Irgendwie sieht es nicht so aus. Okay, gut. So, hier haben wir noch ein Türmchen. Ein Türmchen nehmen wir auch noch mit. Es wird Zeit, die Wachtürme auszuschalten. Ja. Die Frage ist, wo haben wir noch einen Wachturm? Oh, Gott sei Dank, hier oben sind diese blöden Polen. Pollen nicht, Entschuldigung. So, wo haben wir denn noch einen Wachturm? Wachturm. Wollen wir mal gucken. Moment. Hier irgendwo noch einer. Die Frage ist, wo? Der ist weg. Wo haben wir noch rote Leuchten? Rote Leuchten. Da haben wir auf jeden Fall mal noch eine Serpentrone. Oh, was ist das denn? Es ist hier draußen wieder sicher. Hä? Was ist denn das? Schalt einen Milizschläger mit Tanzhackgerät. Führer Angst ausschalten. Instabile Holzband. Sowas. Kriegt man da was von? Da hat man irgendwie nicht. Ich dachte, da kriegt man so einen gammlichen Punkt. Da ist erstmal die Drohne, die holen wir uns jetzt erstmal. Hallo Drohne! Bin da. Alli hopp. Sieh dir das nur an, Mann. Da braucht es mehr als Wayne's Million, um das wieder hinzubiegen. Serpent offline! Serpent offline!
Serpent offline. Wo haben wir denn noch was? Der Brücke oder wie? Ja, das sieht so rot aus irgendwie da hinten. Also, machen wir uns mal auf dahinter und gucken mal. Wenn die Hälfte des Geldes, das die Armee gekostet hat, würde ich die Fledermaus in 2 Sekunden ausknipsen. Ja, scheint so irgendwie. Kann das sein? Scheint, als ob hier was wäre. Jungs, das klingt vielleicht irre, aber ich bin sicher, dass ich da draußen einen Roboter gesehen habe. Oh, lol. Oh geil, was ist das für ein cooler Bug? Oh ja, okay. Ach, guck mal. Was haben wir hier? Nice one. Okay, die Frage ist, wer hat dieses Teil auf dem Rücken? Wer hat diese Gebäude eigentlich ausgewählt? Für einen guten Ausblick sind wir ziemlich weit unten. Der Commander hat sie ausgesucht. Du kannst dich gern mit ihm anlegen, wenn du willst. Niemals. Wenn unser Obertaktiker denkt, dass hier die Waffen hin sollen, dann wird das schon passen. Wo hat der Knight ihn überhaupt ausgegraben? Saß er nicht im Gefängnis? Als ob die Regierung jemanden mit seinen Fähigkeiten im Gefängnis verrotten lassen würde. Weißt du, was ich glaube? Er hat sicher ein paar Dienste für Uncle Sam geleistet, 1-2 Diktatoren beseitigt und wurde dann früher rausgelassen. Und jetzt hilft er uns dabei, Gotham einzunehmen? Die Anzugträger werden nicht begeistert. Der hat das Teil auf dem Rücken. So läuft das nun mal, wenn man mit den bösen Jungs arbeitet. Soll das mit einer Lehre sein? Nee. Da ist er! Hier lang, da drüben! Betsy, Schatzi, wir sind ein fabelhaftes Team. Naja. Bis es mir langweilig wird und ich dein Gehirn formatiere wie eine staubige alte Festplatte. Lol, die haben ja alle so ein Ding hinten drauf, oder? Wir sollten schnell machen. Der ist K.O. Batman schlägt hart zu. Oh Gott! Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Er macht die Mine scharf. Aha. Mann am Boden! Ach Gott. Alter. Oh Gott, jetzt kommt da jetzt doch noch so ein Minigun-Typ, oder was? Oh, nee. Mir ist egal, ob Scarecrow scheißwütend ist. Ich bin froh, dass wir das Zeug los sind. Er ist hier lang! Ah, warte mal. Hier. Diese Wand sieht sehr stabil aus. Sieh dir das mal an. Ja, Sir. Jawohl, jetzt wird's lustig. Put, 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 put. Komm mal her. Komm mal her. Explosiv. Easy. Okay, da. Ach.
Was haben wir denn da unten? Was haben wir denn da unten? Da werden wir in der nächsten Folge hingehen. Und werden wir da den Feuerwehrmann befreien. Alles klärchen. Turm aus. Und hier... Was ist da hinten gewesen? Okay, man findet immer mehr. Man findet immer mehr. Also da unten haben wir einen Feuerwehrmann, würde ich sagen. Und den werden wir in der nächsten Runde befreien. Oder sind das irgendwelche komischen Jungs? Ach nee, das ist ein Posten. Okay, also, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Und tschüss.